Viele Stars haben sich freiwillig dazu entschieden, zu Hause zu bleiben, um sich und ihre Mitmenschen zu schützen. Dasselbe hat außerdem auch die Regierung den Bürgern geraten. Man soll das Haus nicht unnötig verlassen. Auch Pietro Lombardi hält sich an die Regeln und verbringt nun sehr viel Zeit zu Hause. Als er nun von vielen Menschen gefragt wurde, was er zu dem Thema denkt, hat er nun ein Statement veröffentlicht. In seinem neuen Video erklärt er, wie wichtig es ist, zu Hause zu bleiben. Außerdem spricht er über die geschlossenen Schulen und Geschäfte. Doch ein Video schockiert ihn irgendwie, denn viele Menschen waren im Park und am See und haben gechillt, als wäre gar nichts los. Und dafür soll die Schule zugemacht haben? Er versteht es einfach nicht. Hier sein Statement dazu. Heute ist mir extrem aufgefallen, und zwar, ich habe es bei vielen Stories gesehen von meinen Freunden. Ich wurde auch markiert. Pietro, was meinst du zu dem Thema? Und zwar geht es darum, es wurden ja die Schulen geschlossen, zum Teil auch Unternehmen und Gastronomien, Shisha-Bars etc. Und ich glaube, der Sinn und Zweck der Sache war einfach zu Hause bleiben. Ich würde jetzt nicht sagen in Quarantäne leben, aber einfach rücksichtsvoller sein und nicht so an öffentliche Orte gehen. Ich glaube, das war der Sinn der ganzen Sache. Aber ich glaube aber, dass das gerade nicht passiert. Ich habe Videos zugesendet bekommen. Da sind Leute an einem See, nicht nur 10 Leute, sondern Hunderte, 500, keine Ahnung, wie viele, alle in einem Flag, machen Party, spielen rum. Dagegen ist ja nichts auszusetzen, aber ich glaube, es war nicht Sinn und Zweck. Und das passiert jetzt natürlich, weil viele eben nicht mehr arbeiten, nicht mehr zur Schule gehen und raus wollen einfach, weil sie zu Hause sich eingeengt fühlen oder keine Ahnung was. Und ich weiß nicht, ob das alles so gut ist. Ich persönlich, natürlich habe ich auch viel drüber geredet, Panikmacherei geht mir auf die Nerven. Ich selber versuche mich auch dran zu halten, so gut es geht. Natürlich gehe ich noch einkaufen und ja. Ich weiß, es ist schwer für diejenigen, die immer aktiv sind und gewohnt sind, rauszugehen. Und deshalb, ja man, versucht euch dran zu halten, ich lege es euch ans Herz. Und dann kann die ganze Coronavirus-Rederei vielleicht bald ein Ende haben, hoffentlich. Wie findet ihr das Statement von Pietro? Schreibt mir eure Meinung unten in die Kommentare und abonniert Check the Celeb, um immer up to date zu bleiben. Wir hören uns wie immer im nächsten Video. Ich freue mich auf euch.